Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Heute, meine Freunde, im Camaro unterwegs. Wir sind heute arbeiten. Und schau mal, wie das so mit dem Camaro ist. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer als in der Corvette, aber trotz alledem, wir haben hier in diesem Auto natürlich auch nicht so viel Platz. Sowohl oben, links, hinten, unten und ja, überall ist eng. Ja. Also für einen Ami hat man hier wirklich sehr wenig Platz, muss ich sagen. Obwohl ich schon Sitz fast komplett nach hinten und nach unten gefahren habe, habe ich trotzdem hier nur so ein paar Zentimeter nach oben Platz. Ja. Also, ja, bin mal gespannt, wie das so sein wird, wenn wir da 10, 20 mal ein- und aussteigen. Aber trotzdem, ist eigentlich ein schönes Auto, macht Spaß, der Sound ist richtig geil, ja, sau geil, total angenehm und schön zuzuhören. Also, wir haben ein schönes Radiosystem von Bose drin, das interessiert mich aber gar nicht. Weil ich einfach den Sound vom Motor hören will. Was soll ich mit dem Radio? Da läuft eh immer derselbe Mist. Genau. Oh, und heute ist es so kalt. Wir haben Mai. Ja, Mitte Mai. Ja. Das halbe Jahr ist fast schon rum. Und wir haben 5 Grad. Ja. 5 Grad. Und es ist nicht 5 oder 6 oder 7 oder 8. Nein, es ist schon fast 11 und wir haben 5. Verdammt kalt, deswegen bin ich richtig eingepackt. Das ist Winter. Es ist wirklich wie Winter. Das ist voll übel. Letztes Jahr hatten wir schon den Pool draußen und sind da schon bei 35 Grad im Wasser geplanscht. Das ist so krass. Und jetzt rennen wir hier mit dem Schal und Mütze rum. Unglaublich. Na gut. So. Ja, wir haben heute wieder die üblichen Verdächtigen als Arbeitsorte. Bin mal gespannt. Obwohl können wir mit dem jetzt nicht wirklich fahren. Also irgendwie mal schauen, wie wir zum Lieblingskunden machen, vielleicht von unten dann beliefern. Ach, aber zum Glück wird es ja schön warm gerade in dem Auto. Ein schöner Sound. Wir müssen aber aufpassen, es ist nämlich nass und ich bin ja gestern bei Sonnenschein mit dem Auto gefahren und selbst da hatte ich die ganze Zeit irgendwie durchdrehende Reifen und musste die ganze Zeit mit dem Lenkrad kämpfen, weil irgendwo das Auto immer hin wollte, weshalb wir bei Nässe noch mehr aufpassen müssen, damit wir nicht sonst wohin fliegen. Das ist natürlich das Letzte, was ich möchte. Ein Unfall haben. Oh, das Lenkrad wird gerade schön warm. Wir haben Lenkradheizung. Und Sitzheizung natürlich auch. Auch Belüftung. Das ist also Sitzbelüftung. Die wir jetzt aber nicht haben wollen, weil es kalt ist. Das ist voll angenehm. So ein warmes Lenkrad, ne? Hatte ich so noch nicht. Im S-Grade hatten wir das natürlich auch, aber da habe ich es nicht gebraucht, weil es nicht so kalt war. Aber hier jetzt so, ne, bei 5 Grad, ist schon sehr angenehm. So, oh, da gucken die Leute. Ja, heute bin ich mit dem Camaro, nicht mit dem S-Grade da. Es ist so krass. Ja, Camaro, Corvette, geile Autos gewesen. Und die Leute haben nicht so wirklich geguckt. Aber beim Camaro, faszinierend. Also die haben auch geguckt, ja, aber anders da geguckt. Und jetzt beim Camaro, das ist irgendwie ganz anders da, wie die Leute gucken. Ganz anders da. So. Es ist alles hier so eng. Ich habe das Gefühl, es ist hier noch enger als in der Corvette. Ja, weil man einfach diese Idee hatte, hinter uns Sitze hinzumachen, die man eh nicht benutzen kann. Also nicht wirklich. Weil wenn ich hier drin sitze, hier hinten, da ist etwa so viel Platz für Beine.
Und ich kenne keinen Menschen, der so dünne Beine hat. Wirklich nicht. Also ist das hier... Sind die hinteren Sitze sind total überflüssig eigentlich. Lieber einen etwas größeren Kofferraum, wobei der auch so ganz schön üppig ist. Aber dann vielleicht lieber, weiß nicht, vorne ein bisschen mehr Platz. Also ich kann mich hier wirklich kaum bewegen. Das ist voll übel. Ja, hier Armlehne, die ist irgendwo beim Kopf. Also das ist ja, krass. Und trotzdem habe ich hier oben fast keinen Platz mehr. Also finde ich, da hätte man ein bisschen mehr Platz machen können. Ja, für so ein Ambi ist doch eher untypisch. Und trotzdem hat dieses Auto ja gigantische Ausmaße. Ja? Also da ist fast genauso groß wie unser Cadillac. Also das ist ja faszinierend. Da fragt man sich, wo ist die ganze Luft? Wo ist dieses Auto? Wo braucht er denn so viel Platz? Das ist faszinierend. Also das ist schon krass. Und dann hat man im Innenraum nichts. Und gar keinen Platz. Also das ist schon krass. Zum Gurt greifen. Aber wenn man erst besitzt, dann ist es kuschelig. Das ist dann wie, als würde man im Bauch der Mama sitzen. Ja, total eingeschottet, schön so reingemurmelt. Ja, man hat so das Gefühl, das Auto umarmt einen. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Man hat das Gefühl, dieses Auto umarmt einen, hält einen fest. Ja. So fühlt es sich auch an. Ja. Also ich habe hier extremen Halt. Also ich kann nicht nach links, ich kann nicht nach rechts, ich kann nicht nach oben, ich kann nicht nach unten sowieso nicht, aber so fühlt sich das an. Ja. Also voll, ja, eingeengt ist eigentlich das falsche Wort. Es ist eingeengt, ja, definitiv, aber wir sind so eingeengt, dass es beschützt. Ja. Wir sind hier in einer beschützten Zelle. Eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es ja gut, ne? Aber es ist halt ein Indiz dafür, dass das nichts für den Alltag ist. Weil für den Alltag ist das eher unpraktisch beim Ein- und Aussteigen. Zeppelose! Das Ein- und Aussteigen ist gerade anstrengender als das Arbeiten selber. Ne? Sollte mehr Geld verlangen. Tschüss, Hundi. Wir wieder einstellen. Wie ist das? Binkt das? Kann ich die gut ablassen? Zumindest werden wir hier so vor uns hinrollen. Ja, scheint zu gehen. Weil wenn ich von A nach B hier kurz fahre, 500 Meter, da schneide ich mich jetzt nicht. Ich stelle mich an. Ja. Na, Amy? Gleich gehen wir laufen, Amy. Jetzt sind wir bei unserem Laufplatz. Hier schön parken. Gemütlich machen. Und mit den Hunden ein bisschen laufen. Gami! Dieses machen wir. Komm her. Machen wir gut ab. So. Zack. Fein. Genau, liebe Leute, dann sind wir am Ende dieses wundervollen Videos. Habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen. Fazit, es geht, damit zu arbeiten. Auf jeden Fall, wir haben einen relativ großen Kofferraum, das ist ganz cool. Das war eine kleine Luke, aber das seht ihr dann später in einem anderen Video, dann nochmal im Detail. Ja, ist, glaube ich, ja, nee, ist nicht besser als eine Corvette. Nee, in der Corvette kommt man leichter rein und raus, beziehungsweise, ja doch, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, weil das ist hier alles wirklich hier, ne, total eng, also
Die Corvette hat nur defensiv, glaube ich, mehr Platz. Naja, gut. So, ja, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.